Und ihr werdet euch auch gleich sehen, aber bevor wir kommen, will ich, dass ihr mit einem ganz heißen, derben Applaus unsere Vorband Jomen aus Berlin empfangt. Applaus für Jomen!
trotzdem setze ich mich, frische meine Stühle und macht es mir bequem. Bisher wird kein Problem. Ich rechne welche Angehörte doch nicht zu denen und schrecke doch nur in unerreichbare Plänen. Und am Ende war der Lohn Frustration. Ich dachte, ich könnte es erzwingen, selbst den Tod an mir nicht bringen. Du bist immer da, am besten, wenn's dir eigentlich egal ist. Du bist immer da, am besten, wenn du einfach ganz normal bist. Du bist immer da, am besten, du musst das nicht austesten, nicht nochmal. Ich war nicht mehr ich selbst, es wurde gefährlich, dass das andere Verlangen war zu mir selbst nicht mehr ehrlich und der Wahrheit symbolisiert, wird nur kurz akzeptiert. Ich machte es ein Recht, alle sollten mich lieben, sah ich die Dämonen, die mich dazu trieben, war gefangen und nicht mehr frei. Und ich ging kaputt dabei. Du kannst die Welt nicht ewig blenden, du musst den Scheiß sofort beenden. Du bist immer da, am besten, wenn's dir eigentlich egal ist. Du bist immer da, am besten, weil der Ehrgeiz nicht sonst drauf ist. Du bist immer da, am besten, du musst das nicht austesten, nicht nochmal. Ich will dein Land, doch will man hat nicht denken. Wenn du etwas willst, musst du ihn aber kämpfen. Nur eines versprichst du mir, bleib immer du selbst und bleib bei mir. Oh, ich bin immer da, am besten, wenn's dir eigentlich egal ist. Ich bin immer da, am besten, wenn mir keiner ins egal ist. Ich bin immer da, am zweiten oder zehn Beste, von mir aus glaub mal nicht am besten. Ich muss das nicht austesten, nicht nochmal. Mein Spiegelbild ist anderen egal. Hey, du weißt nicht, ich weiß, wohin du gehst. Du brauchst nicht so zu tun, als ob du mich verstehst. Du bist auf dem Weg zu mir, sie gehört allein zu mir. Gestern hab ich sie erkannt, sie ging mit dir Hand in Hand. Für mich hat sie mal keine Zeit, denn es ist Schluss. Gib mir zum Abschied von mir einen letzten Gruß. Ich bin weiter, sag mir wie. Glaub nicht, dass mein Satz so liegt. Sag nicht, dass ich's recht bezweifle. Sag mir nur, dass ich sie mag. Ich mag sie noch genauso wie am ersten Tag. Ich mag sie noch genauso wie am ersten Tag. Ich mag sie noch genauso wie am ersten Tag. Ich mag sie noch genauso wie am ersten Tag. Spät in die Nacht, dann hab ich sie nach Haus gebracht. Und dann vor ihrer Tür bekam ich einen Kuss dafür. Wir waren verliebt, doch alles das ist jetzt vorbei. Jeden Tag hat sie mich geschult, darum gebe ich sie frei. Dass ich geweint hab, sag ihr nicht, auch nicht, dass mein Satz ist für mich. Sag nicht, dass ich's nicht getan. Sag mir nur, dass ich sie mag.
da schließe ich mich ein. Ich weiß nie wieder, werde ich derselbe sein. Doch ich bitte dich, wenn sie mal nach mir fragen, sag mir nur, dass ich sie mag. Ich mag sie ganz genauso wie am ersten Tag. Ich mag sie ganz genauso wie am ersten Tag. Show weiß. Ja, und über BHs auch schon. Fünf inzwischen. Meine Herren. So, Rodrigo. Ah, einer für Bela. Apropos, jetzt hat er sich schon selber vorgestellt. Und der, einer. Der gut aussehende Mann mitten zwischen Rodrigo und mir heißt Bela B. Und der Mann, der Müll auf seine Kette muss. Und der Mann, dessen Mikrofonständer sich schon ein bisschen biegt vor lauter BHs, ist kein geringer als Rodrigo González! Okay, kurz die Standardfrage. Wer von euch ist zum ersten Mal auf einem Ärztekonzert? Okay, die anderen können jetzt mal so eine Weile weghören. Ich muss ein paar Reaktionstests machen. Das ist ganz normal. Hey, yeah! Hey, yeah! Gut, erste Reaktion bestanden. Zweite. Wer ist die beste Band der Welt? Yeah! Okay, wir haben jetzt ungefähr 3-4 Stunden Zeit, euch das zu beweisen. Wir wollen morgen mit dem Rennstein auf dem Platz mit einem nackten schweren Schädel. Was treiben dann? Bleib ich endlich in der Tasche, mein Geld auf der Bank. Aber Leute, ich bin bleib, ich bin total dran. Alles verspielt, ich habe alles verloren. Aber jetzt ist Schluss damit, das habe ich heute schon wieder hinzuschieben.
Bela B. Der fährste Mann der Welt. Und natürlich auch im Gegensatz zu Rodrigo González. Und im Gegensatz zu mir, der ich dieses Lied rücksichtslos zerstöre, macht nichts, ich hab's selber geschrieben, deswegen darf ich das. Alles kommt, alles. Ich schon verschoben.
Genuss ist für mich endlich Schluss. Fahr in Urlaub, hat mich dazu gezwungen. Ich werde niemals den Rundfunk bei Rena um mich hören. Von jetzt an bin ich gesund und völlig unbeschwert. Wir nehmen niemanden mehr tot. Wir nehmen mehr Rock'n'Roll aufs Boot. Halleluja, schön ist es gut. Den Tieren tut mir leid. Die Akkase statt der Dicke, der Dicke. Schön ist es gut. Vielleicht nimmt mir Übelkeit. Und die Begeisterung hab ich mehr zu schenken. Wenn ich noch eine Stelle, wenn niemand will rein zerrt. Ich esse Schnitt davon, da ein doppelte Hose. Als wirst du noch so lachen, es ist doch viel gemacht. Nur meine Herzen gehen, Hura, Hura, Doge. Ich werde niemals hin und tot, weil ich nicht guter wär. Und jetzt an bin ich gesund und bin zu Tieren fair. Ich muss noch niemand Tiere tun, ich lebe hier im Tal aufs Boot. Halleluja, und ich seh es nur. Tut mir leid, liebe Lagarde, ich hab den Winkel, kann den Schenkel nicht, der ist dummer. Was für die Übelkeit, und die Brigade, tu den Arm nicht mehr so schlecht. Heute nicht so viel Mühe geben, alles klar. Wollen wir nur 80% spielen heute? Nein, nein, also heute, wir haben uns vorgenommen, heute uns total zu verausgaben, 4-5 Stunden. Und morgen? Morgen, super, vielleicht eine halbe oder 40 Minuten, wie jede durchschnittliche amerikanische Band. Kein Problem. Interessant, hier hat jemand seine Möpse benannt, nämlich Anja und Julchen. Ich finde das okay, ja? Ja, so wie du deine Anja, oder? Ich wollte gerade sagen, er hat auch einen Namen. Ja. Gott, Fehler. Ach, jetzt haben wir das Niveau genau da, wo wir es haben. Genau. Absolut. Und zwar auf Laola-Höhe. Wo wir gerade von Laola reden. Da, so eine Rundum-Tribüne bietet sich immer an, vor allem, weil die da hinten bestimmt abkackt. Dann kann ich wieder meckern. Okay, wir fangen bei. Oh, Entschuldigung, wir fangen natürlich bei dir an. Es wurde eine Text-Laola. Wird schwierig. Und zwar ihr Laol 2, ihr Tau, ihr Send, ihr Mad und ihr Shen. Und danach frage ich euch, wie das nun folgende Lied heißt. Aber erstmal probieren wir das. Hey! War ein bisschen schnell, glaube ich. Ja. Habt ihr verstanden? Vielleicht wollt ihr es nochmal vormachen. Ja, ihr sollt natürlich nicht Huhn machen, ihr müsst auch 2000 Mädchen sagen. Ne? Und zwar nicht alle auf einmal, sondern 2000 Mädchen.
Weil länger ist der Raum ja nicht. Wir sind größere Hallen gewöhnt mittlerweile, sorry, ja. Also 2000 mehr. 3, 4. 2000 mehr. Was soll das sein? Sind wir Schafe oder nicht? Okay, jetzt die nächste Aufgabe. Wie könnte das nun folgende Lied heißen? 2000 mehr. Ich kenn nur deine Rolle, den Rest stell ich mir vor. Ich möchte jetzt gerne bei dir sein. Für wie gut bist du mein? Denn viel zu viele Mädchen sind heute Abend ganz allein. Und ich ruf sie an, 2000 Mädchen, 2000. Manchmal ist mein Schöpfer dran, zu erkennen ist der nett. Er sagt, du müsstest früh aufstehen, du liegst schon im Bett. Ich wünsche mir, dass du mich küsst. Ich will alles tun, dass du mich lieb vergisst. Und ich muss dir an, 2000 Mädchen, 2000 Mädchen, 2000 Mädchen. Und ich muss dir an, 2000 Mädchen, 2000 Mädchen. Das ist nicht mehr von mir. Du bist nicht mehr ans Telefon, denn du hast Schiss von mir. Die Zeit mit dir war schön. Oh, die Zeit mit dir war schön. Und ich ruf sie an, 2000 Mädchen, 2000 Mädchen, 2000 Mädchen. Und ich ruf sie an, 2000 Mädchen, 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 2000 Mädchen. So, weil ihr jetzt heiß? Dann machen wir jetzt mal eine richtige musikalische Vollbremsung. Braune Augen und auch braune Haare. Er hatte eine Brille und eine Gitarre. Die Gitarre spielte er bis zur Ekstase. Die Brille trug er immer auf seiner Nase. Oh, oh. Er sang wie ein Engel und war überall bekannt. Zum Schlafen gehen. Er war schlank
und hatte Glück bei den Frauen. Er braucht ihnen nur in die Fresse zu hauen. Wenn ihn die Brille dabei einmal störte, dann sang er so lange, bis sie ihn erhörte. Oh, oh, oh. Er stieg in ein Flugzeug und grinste ihn aus von oben seine Hände. Überwältigte aus, das Flugzeug stürzte ab. Es war die Holzbrille Schon mal Frage
Karin, gib ihm die goldenen Töne. Okay. The golden shower of tones. Wie viel sind vier Töne? Lüttich von Urlaub wird jetzt seine Magie sprechen lassen. Ich hätte Chirurg werden sollen mit diesen Fingern. Hat aber nur zum Allgemeinmediziner gereicht. Was ich euch damit sagen will, ist, kreischt! Nicht einfach so. Obwohl, so ein devotes Publikum ist ja auch ganz schön. Also ich dachte, wir machen so einen Dialog. Ich spiele vier Töne, ihr dreht durch, ich spiele die vier Töne wieder, ihr dreht nochmal durch und so weiter. Wir steigern uns dann langsam bis zu einem Vier-Töne-Orgasmus. Es geht noch mehr.
immer weggesehen. Und jetzt ist es zu spät, jetzt kann man nichts mehr für Susi tun. Oh, oh, oh. Und jetzt ist es zu spät, jetzt kann man nichts mehr für sie tun. Für die Jungs in der Schule war sie der letzte Dreck. Bei manchen allerdings auch bitte zum Zweck. Und für ein bisschen Zärtlichkeit bis Susi alles zu. Aber niemand hilft dir, wenn du wie Susi bist. Oh, 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 oh. Wirklich niemand hilft dir, wenn du nur Abschau bist. Und immer größer wurde der Schmerz, da wachste Susi sich ein Herz. Und so kam es so, wie es gekommen ist. Oh, oh, oh. Tarek, hol dir noch mal ein bisschen Applaus ab hier auf meiner Ecke. Und die Hand jetzt als Schüler hoch. Gott, komm zurück, lass uns nicht am Ende mit dem Irren. Ja.
Tag gar bricht, auf altem, dass du ihn bist. Er kann zärtlich zu dir sein, doch lässt er dich danach allein. Wenn du zusammen mit ihm bist, denkst du, es ist schön, wie es ist. Hier ist so viel Platz für Wille, doch es gibt kein Hinterher. Du sagst ihm nicht, was du willst. Ich frag dich, was du willst. Du bleibst ja, du warst dich ein. Versuch nur deinem Interesse sein. Du kennst ihn wie keiner kennt, und doch bleibt er dir immer fremd. Das Freiheit und Gerecht, das fandest du auch erst nicht schlecht. Er hat sich schnell an dich gewöhnt, du hast dich so nach ihm gesehen. Du sagst ihm nicht, was du willst, weil du ihn nicht mal lieber willst. Du bleibst stark, du warst nicht ein, du wirst auch nur seinem Interesse sein. Der coolste hier in diesem Zimmer.
Da war das Übliche streng, weil ich seit Tagen auf der Couch hatte. Soziale Kontakte brauch ich nicht, ich bin 7 Tage die Woche dicht. Lichterlampen. Wenn eine Lichterkette dabei hat, kann man sie auch hochhalten. Handy-Displays. Laser, genau, Laserpointer, Laserschwerter. Laserschwerter zum Flugscharf und so weiter. Zum Laserflugscharf. Laserflugscharf. Wow, echt, echt, mega Laser, ey. Ich bin dein Sohn. Leipzig, ich bin dein Sohn. Möge der Saft wenn. Oh, wir können was tun. Ich glaube, das ist ein Hit. Von Herbert erfahren, du hast jetzt deinen neuen Freund. In 2 Wochen lang hab ich nur geweint, denn schaust du weg, du bist mich nicht mehr. Und ich lieb dich immer noch so sehr. Ich weiß, was mir an ihm gefällt. Er ist auch und ich hab gesehen. Du liebst ihn nur, weil er kein Auto hat und ich nicht. Sprechendes Motorrad. Doch eines Tages werde ich dich sprechen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät. Gewesen. Ich hab dir nur unsere Texte vorgelesen. Du warst mit ihm essen, natürlich komplett. Bei mir gab's nur ab und zu einen Herren mit. Der Gedanke, bin ich ins Grab. Er kriegt das, was ich nicht hab. Ich hasse ihn, weil es das geht. So wie ich dich nur hergelegt. Deinen Sohn, aber ich wusste nicht, dass er auch Kuschel kann. Eines Tages werde ich dich rächen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät.
Entscheidung steht. Und dann tut es dir leid, und dann ist es zu spät. Eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Und dann wunderst du dich, wie es mir wohl geht. Und dann sag ich, Baby, für dich ist es längst zu spät. Aber heute kam der Tag, an dem ich mich räche, an dem ich mich über dein Haupthaar abbreche. Dann trägst du eine Perücke aus Kotzenfuhr. Und die nennst du deine Frisur. Eines Tages werden wir uns rächen. Wir werden die Herzen aller Mädchen brechen. Und Baby, wenn du heute Abend hier bist, auch wenn es dir nicht schmeckt, wir werden trotzdem mit BHs nur so eingedeckt. Und die BHs ziehen wir später an. Denn ganz nebenbei sind wir noch was anderes als ein Mann. Wir sind manchmal auch ziemlich in Nieten. Und im Turbus werden wir zu Transvestiten. Da tut Farid mich auf den Hintern hauen. Und er sagt zu mir, das mache ich immer mit Frauen. Ja, Bela, und dann darfst du wieder knien. Und dann schreien wir vor. Was? Dann soll ich mir dein Ding... Nee, das ist jetzt so, das dürfte ich selber ausdenken. Okay, wir haben ein bisschen den Faden verloren. Egal, an uns sagt zum ersten Mal was anderes auf den Ohren. Wir sind so alt, wir haben schon Maden an den Ohren. Nee, Bela, wir sind so früh geboren. Die Gnade der frühen Geburt. Tja, eines Tages werden wir uns rächen. Wir werden bis 5 Uhr in der frühen Session. Die ist auch egal, was du sagst, Hauptsache 30. Und wenn wir über Bier trinken, redest du von Daniel in Leipzig. Eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät, dann kenne ich dich nicht mehr. Zu spät!
Ihr seid mal ganz schön fit. Na gut. Na gut. Ihr werdet nochmal unser Grab, aber egal. Könnt ihr überhaupt noch? Was war denn das für ein kurzer Applaus hier? Wie ist die beste Band der Welt wieder auf der Bühne? Und das macht ihr? Seid ihr bereit für eine unumstößliche Wahrheit? The Truth. Ja, dann legt man The Truth. Euch sein. Auch wenn du jetzt gehen musst, keine Geige mehr, wenn wir uns küssen. Ich hab es einfach nicht gewusst, ich hoffe, meine Worte machen es sich noch schlimmer. Du bist doch einmal dein Stolz, ich weiß, du liebst mich noch immer. Doch ist das gewesen da. Die Lust ist so die Wahrheit verkaufen, doch das ist immer die Gefahr, und jeder hat ihren Platz eingenommen. Ich bin nicht mehr auszuhalten, ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Da bist du einmal ganz stolz, ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll ich das gewesen sein, wenn uns denn keine Lösung heißt. Die Glücklichkeit ist viel zu klein. Und ich allein. Ich weiß, du willst mich verlassen. Ich vermisse dich schon jetzt, vermisse auch die Geigen, vermisse dich zu küssen. Ich hoffe, dieser Welt ist nicht ersetzt, ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Doch ist noch einmal dein Stolz, ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll ich das gewesen sein? Danke, dass ich mein Mikro singen darf. Du
darfst immer ein Rotz-Mikro singen, besonders im Tourbus. Wo ist ein ferngesteuertes Keyboard, Alter? Kommt da jetzt, Moment, Zauberei! Magic again, das gibt's ja nicht. Zauber. Warum seid ihr so ruhig? Ich hab gefragt, warum ihr so ruhig seid! Und das für eine Ausrede, ja! Warum seid ihr so laut? Gigantisch groß, und da ist schwer, was los.
vor meiner Tür. Ich bin reich. Ich bin reich, so super reich. Ich bin reich. Oh, 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 oh. Ich bin reich. Jappa, 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 ich bin reich. So super reich. Juhu. Entweder wir spielen jetzt Ska oder Rockabilly. Oder. Wir haben so verdammt viel Geld, wir kaufen uns den Rest der Welt, wir sind reich. Wir sind reich, so furchtbar reich. Wir sind reich. Oh, 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 wir sind reich. Ja, 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 wir sind reich, so furchtbar reich. Wir sind reich. Bring's nicht so zu mir. Das war mir nicht so geil. Aber wir haben's probiert. Das war doch eine Möglichkeit. Ha! Wir müssen da hinkommen, Alter! Oder? Reich. 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 Viel, viel Geld. Wir haben so verdammt viel Geld. Kaufen uns den Rest der Welt. Wir sind reich. Wir sind reich. Und bereit. Wir sind du hast zu befreien und sieh, wo sie sind. Er himmelt sich an, wie eine Kirche aus. Das wäre halb so wild, denn wir sehen fantastisch aus. Es ist dunkel, wir sind schön, wir sind reich, wir sind reich, wir sind schön. Wir sind reich, wir sind reich, wir sind schön, wir sind reich. Wir sind schön, so wunderschön. Wir sind im Besitz von vielen BHs. Gerade auf die Bühne kommt BH-Millionäre. Juhu! Reisepass? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du meinst meine Freunde?
Ja. Abela, vor meine Freunde muss ich immer noch einen Schluck. Teechen. Teechen. Freundewasser. Ein bisschen Stimmbandschoner. Jetzt ist der Fahrer wieder sein Schoß. Ist doch halt so stumpf, sagt mein Mann. So, wer von euch kennt das nun folgende Lied? Glaubt ihr. Glaubt ihr, aber ihr wisst ja nicht, was wir heute für eine Version spielen. Aua. Psycho-Billy. Komm, was ist los mit euch? Wir, ach scheiße, wir hätten nicht aufs auf die Eintrittskarte hier draufschreiben sollen. Eintritt 100 Euro und ein BH. Alle Männer haben BHs. Vielen Dank. Von deiner Großmutter. Hey, Hauptsache getragen. In Rampen die coolen Kugeln zu wagen, sah ich ein Plakat. Drauf stand, dass der Graf Dracula zum Fest geladen war. Das war noch einfach. Eingeladen war ein jeder auf Dr. Frankenstein. Einzige Bedingung war, es muss ein Monster sein. Start ein altes Lager und schnitt zwei Löcher rein. Ich dachte, auf der Party ist wohl besser ganz zu sein. Ich schaff mir etwas Knoblauch rein und sammelte mein Pferd. Denn so ein Fest bei Dracula ist sicherlich krank. Und die Monster. Monster Party. Ay, 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 ay. Monster Party. Ay, 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 ay. War so ein widerliches Tier, ich glaub vom anderen Stern. Er sprach zu mir, ich weiß nicht wie, und war es nicht gern. Gott besonders schien sich das Skelett zu amüsieren. Es blieb nicht mehr Wort, wir tragen den Verstoffung zu mir. Scheiße. Wer weiß die zweite Strophe? Ich kam zum Schloss des Grafen bei Sonnenuntergang. Das war kein jämmerliches Jammern an mein Ohr. Es kam von hinten und von dem Schloss, er passte nicht durchs Tor. Da hielt sich ziemlich schlau, sprach er, ich komm nicht durchs Tor, mach mich nie die weiße Frau. Da war so ein widerliches, nein, immer noch nicht scheiße. Jetzt kommt der weiße Hai, ne? Kommt der weiße Hai. Sorry, du bist etwas älter. Ich ging auf die Toilette, weil ich Blut nicht so vertrag. Im Becken schwamm der weiße Hai und sagte, guten Tag. Was ist hier? Da war dann wieder ein Schienbein amputiert. Und ich hab da jetzt Pech. Egal, das ist die Monster-Party. Ei, 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 ei. Oh, Herr Bela hat das Songbuch. Danke, Bela. Die Toilette hatten wir schon. Ah ja, auf der Suche nach dem Busch. Okay, nochmal die Toilettenstrophe. Ich ging auf die Toilette, weil ich Blut nicht so vertrag. Im Becken schwamm der Wasserhai und sagte guten Tag. Auf der Suche nach dem Busch dachte ich bei mir. Ich glaube, ich nehme die Mogel von wegen Klopapier. Ja, und jetzt? Du hast doch gerade gelesen. Ich habe gespielt und ihr so ein Freundchen. Egal, denk mal seine neue Stufe raus. Okay. Der Wähler stand auf der Bühne und der Fahrer links daneben. Sie spielten in Leipzig und sie spielten auf ihr Leben. Sie konnten sich wieder mal an keinen Text erinnern. Da kam Freddy Krüger und Jason Voorhees. Und die tun, die taten sie mit Äxten und Macheten niederzimmern. Das wird die Monster. Monster Party. Hey, 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 hey. Monster Party. Hey, 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 hey. Außerplanmäßiges Gitarrensolo. Jetzt guckst du schnell den Text, ja? Okay. Spiel weiter!
klingt so. Im Zweifelsfall ist das immer noch die Monster-Party. Ich mach das blöde Land weg und fühle mich noch stark hier. Doch als ich Google fiel, alle Monster einschreckt. Und wer mich in Ohnmacht fiel, der lief einfach weg. Ich warf das blöde Laken weg. Schleuder. Und fühlte mich saustark. Da kam ein Punker aus der U-Bahn zu mir und fragte: Hast du mal gemacht? Und ich sagte: Alter, komm doch mal hier auf meine neue Rolex mit Datum. Was steht da für eine Jahreszahl? 2007, Freundchen, 2007, Eurotime. Das war die Monster. Monster Party, eieiei. Monster Party, eieiei. Ich hätte eine andere Pforte. Dann fragte ich den Punker, was willst du mit der Kohle? Er sagte nun, ich würde mir gerne eine Eintrittskarte holen. Denn heute ist Ärzte. Ärztekonzert! Ärzteparty! Ärzteparty! Der Punker kaufte sich die Karte. Und kam zum Konzert. Schade. Hat sie auf eBay versteigert, bekam dafür 200.000 Euro und ist jetzt der reichste Punker im Ghetto. Außer uns. Okay, wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Ehrenwort. Aber wir können es auch wieder gut machen. Meine Freunde sind homosexuell, meine Freunde sind alle für die Nash. Sie finden sich ganz einfach so, gehen wir halt nicht in den Boden, das macht ihnen auch noch Spaß. Hören die das? Ist das nicht irgendwie verboten? Ist das tatsächlich erlaubt? Kann ich das mit nicht wirklich haben? Weil den anderen keiner glaubt. Hören die das? Sind nicht gerade verwirrt. Sie bleiben tagelang zu Hause, beißen sich gegenseitig aus und die zerschneiden sich mit Glas. Dürfen die das? Ist das nicht irgendwie verboten? Ist das tatsächlich gerade? Es gibt die Regeln, wo Schluss und Ruhe. Ich wüsste gerne mal. Dürfen die das? Dauert das jetzt noch lang mit dem Funk?
Okay, wer von euch hat Funk ist anders schon mal gehört? Ja, ich wünsche mir jetzt auch ein Lied. Publikumschoreografie, die es jemals gab beim Ärztekonzert. Ihr müsst euch jetzt alle hinsetzen. Und dann sitzt ihr und sitzt und sitzt und wir spielen ein Lied. Wir spielen eine Strophe, die sehr ruhig ist. Wir spielen einen etwas lauteren Teil. Wir spielen eine sehr laute Bridge. Und dann kommt der Refrain. Die Hässlichen dürfen stehen bleiben. Nein, natürlich müsst ihr euch alle hinsetzen, bis auf die Rechtsradikalen. Die erkennt man natürlich daran, dass sie stehen bleiben. Immer dasselbe. Ach, guck mal, Jungnazis. Was wollt ihr denn hier? Ich würde mich ja hinsetzen an eurer Stelle. Okay, und im Refrain dürft ihr hochspringen. Wir versuchen das heute mal ohne Einzählen. Der Refrain geht übrigens so, du bist unbrauchbar. Unser neues Album. Oh, das könnte jetzt schwierig werden. Funky People! Okay, da gibt es ein Lied, ungefähr in der Mitte des Albums, mit dem schönen Refrain. Pflegeleicht! Aha! Jetzt werden Schuhe raus. Pflegeleicht. Könnt ihr das? Kennt ihr das? Fährt euch das in die Beine! Wollt ihr das? Bart auch! Frage ist, Ärzte, könnt ihr das?
Ja, das ist eine andere Frage. Oh, Robert deutet schon an. Okay, wir wollen, dass ihr mitsingt den Refrain. Der geht so. Fliege leicht! Nein, 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 ich fliege leicht, Alter. Fliege leicht, verstehst du? Ihr sollt an zwei Noten singen. Fliege leicht! Drei, vier. Könnt ihr mal noch klatschen? Also, Pflege leicht. Pflege leicht. Nein, nur auf Pflege leicht, nicht die ganze Zeit. Nur auf jede Silbe einmal klatschen. Drei, vier. Und jetzt noch lauter. Und noch höher. Noch höher. Okay, und das macht ihr jetzt auch im Refrain, wenn ihr es euch bis dahin merken könnt. Und ihr auf den Tribünen, wenn die Pflege leicht machen, macht ihr... Kann ich das mal hören? Drei, vier. Okay, und jetzt mit euch zusammen. Oh Leute, die ganze Tour verteidige ich schon die Tribüne, selbst Leute, die jetzt sitzen. Überleg mal, ich gehe zum Ärztekonzert, ich muss mich mal wieder so richtig in Ruhe hinsetzen. Und jetzt lasst ihr uns hier so hängen, ja? Ich krieg noch eine Chance und dann komme ich rüber und spucke. Drei, vier. Man muss nur drohen. Lama U. Okay, und jetzt das Ganze mit Musik von uns. Wollen wir? Get it down! Ich höre dich an, ich höre dich ein. Du möchtest ausgehen, doch sie muss immer dabei. Hinsetzen. Ich spiele das Lied so lange, bis einer sitzt.
wir sehen euch sowieso. Auch euch da, ihr Handypunks. Ich hab den Tag so oft verflucht, als wir uns kennenlernten. Ich habe alles schon versucht, hab unser Leben bestanden. In Mexiko ist dir meine Lieblingsplatte aufgelegt. Du hast dich nicht bewegt, dann hab ich dich zersehnt. Du sagst, du findest zwar den Weg mich, aber ich imagine ihn nicht. Der ist so unappetitlich, wie wir beide und dann. Baby, ich kann dich nur leiden, es ist wirklich wahr. Verlasse niemals mit uns beiden, eines ist mir klar. Du bist sitzen bleiben, sitzen bleibt jedoch Schlagersänger, Tränen in die Augen treiben. Seit du bei mir wohnst, schall jeden Tag Shakira-Rap durch das Haus. Ich halte es nicht mehr aus, ich glaub, ich schmeiß dich raus. Sagst du, magst du still und friedlich, sei doch nicht so ungewöhnlich. Deine Schmusemasche zieht mich von deiner Sache, schau mal. Ja, du hast uns schon gesehen, vor den Traualtar. Hey, das wird nie geschehen, du bist ganz und gar, du bist doch Papa. Woo-hoo!
Dies war Leipzig, Tag 1. Wird traditionell beendet mit den Worten Yes, remember, I love you. Ist nicht mehr aufzuhalten. Darum müssen wir großen Künstler von Welt unser Equipment ein bisschen verkleinern. Aber immerhin können meine Verstärker noch fliegen. Zwar nicht mehr so richtig punktgenau. Applaus für einen Verstärker in meiner Lieblingsfarbe. Das ist genau die Art von Instrumenten, die ich mir gerade noch leisten kann. Und warum? Weil so viele skrupellose Subjekte da draußen auch unter euch, unsere Platten illegal downloaden oder kopieren. Ich denke mir, ich muss etwas dagegen tun, aber meine Waffe ist die Musik. Aber es wird keine gute Musik sein, nein! Es wird schlechte Musik sein. Schlechte Musik für euch, für schlechte Menschen. Tu das nicht. Tu das nicht. Tu das nicht. Bitte. Tu das nicht. Ist egal, oder? Tu das nicht. Tu das nicht. Also, tu das nicht. Tu das nicht. Tu das nicht. Hey, hört mir zu. Bitte. Tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Hey, bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Oder wollt ihr, dass unsere Security euch das Genick zerbricht? Das wollt ihr nicht, das wollt ihr nicht. Also bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Sonst tragt die Folgen. Da draußen war er schräg. Du bist hier die Sonne, sonst und genau. Die Polizei hat dich und die steckt dich in den Bau. Du Terroristen und du merkst schnell, hier kommst du nicht mehr raus. Das ist deine Klientel. Für dich, du Schwein. Es ist alles zu spät. Das kommt davon, ein Landesjäger muss ich unterwegs. Wird Zeit, dass du hältst. Ich heil an deine Grenzen sein. Wir müssen sich einfach. Versuch's doch mal mit Hungerschrei. Lass mich sterben. Die in ihrer Stadt verliert. In deiner Nacht geht's mir viel besser. Ich hab doch nur Raum kopiert. Warum muss ich das allein? Ich bin doch Gott sei Dank.
alles in deinen blauen Sinn. Der Dank an den Mund, die Richtigkeit, der gekommt ihrer Waffe, ob sie hört, in ihr schwarzes Kleid. Die Nacht, sie lässt ins Gehege zu, der Tag ist nicht mal weg. Und das geschieht nur, wenn du ihm dein Vertrauen schenkst. Die Nacht muss eine Frau sein, denn sie hat uns geboren. Weil ihre Macht uns so manchmal scheint, fühlen wir uns aus erboren. Von ihr. Kurz stimmen. Es ist vorbei und der Himmel ist schwarz, weil die Sonne hier nie wieder scheint. Es ist vorbei, denn ich hoffe, dass das, was uns trennte, uns wieder vereint.
vorbei. Und nichts in der Welt wird es je wieder gut machen können. Es ist vorbei. Wenn ich könnte, dann würde ich vor meinem Leben wegrennen. Ich würde die Augen verschließen und ich würde probieren, meine Gefühle einfach zu überleben. Ich will so kalt sein, dass alle erfrieren, will ich nie mehr verlieben, um nie mehr zu verlieren. Es dauert noch, bis ich begreife, was das heißt, es ist vorbei. Ich weiß nicht warum, sag mir, was habe ich falsch gemacht? Es ist vorbei. Du hast mein Herz zerfetzt und dir gar nichts dabei gedacht. Du bist so grausam, warum liebe ich dich? Obwohl ich doch weiß, dass du nicht gut bist für mich. Meine Gefühle sind an und für sich. Lächerlich einfach und einfach lächerlich. Und jeder Gedanke nur um das eine Kreis. Es ist vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei. Thank you.
sein? Ist das denn schon so viel? Warum kann es nicht perfekt sein? Warum bin ich schon wieder gesagt? Warum denk ich an Sex? Wenn du grad Romant nicht bist, du sprichst von deinem Ex. Wenn grad nicht so rat, sag mich durch den Radio spielen sie alle Song von Klaus und Klaus. Sogar das hält unsere Liebe aus. Wenn du jetzt meine Hand und küsst, dann wird uns klar, das plötzlich. Er war immer da, ich hab's noch nicht gecheckt. Ganz genau dieser Moment ist perfekt. Ich finde, ihr werdet langsam so ein bisschen müde. 5 Stunden auch wirklich genug. Oder sollen wir jetzt Schluss machen oder eine kurze Pause oder so? Dann schlage ich eine Lockerungsübung vor, die hat sich der Martin gewünscht. Eine Diagonal-Laola. Ihr jetzt so, der war mit seinen Fremdwörtern, was heißt denn Laola? Laola heißt... Okay, Diagonal-Laola heißt von da nach da hinten. Das heißt, ihr und ihr habt überhaupt nichts zu tun. Kriegt ihr das hin? Ich bin nicht so sicher, ob ihr das wirklich hinkriegt. Ihr seid gar nicht dran. Ihr seid überhaupt nicht dran. Die sind dran. Von da, vielleicht muss ich ein bisschen über die Bühne rennen, um das mal zu demonstrieren. Von? Na, jetzt rennen wir mal rüber. Nach ganz hinten, Marott. Okay, wir probieren das mal. Hey! Okay, vielleicht hätte ich dazu sagen sollen, dass es nur ein dünner Streifen sein soll, natürlich. Nicht ihr alle, weil sonst müsst ihr euch ja nur seitlich drehen, das ist ja bescheuert. Nee, nur ungefähr, ich sag mal so 110 Mann und Frauen natürlich. Also, Matten, du guckst, ne? Hey! Aha! Es geht! Und jetzt das X. Ja, jetzt natürlich die anderen von hinten nach vorne. Das ist viel schwieriger. Aber ihr habt ja eben schon so, oh, jetzt haben wir gar nichts zu tun, ist echt blöd bei den Ärzten. Ey. Ja, du kommst mit deinem Vorschlag auch gleich dran, Rott. Du meinst eine... Oh, oh. Okay, also von da hinten, von www.lüftsonline. Wie schreiben die denn Scheide? Lüftsonline bis nach vorne. Oh. Hey! Ja, anständig! Anständig! Dankeschön! Und jetzt? Okay, jetzt, du meinst von vorne nach hinten, von hinten nach vorne oder von beiden vorne nach beide hinten? Alter, ohne X geht hier gar nichts. Okay, also ein X von hier vorne und da vorne in der Mitte, ihr habt frei. Ihr könnt euch zwischen den Schenkeln kratzen oder so. Nicht zwischen meinen. Okay. Das kriegst du hier besser hin. Hey! Okay. So, und jetzt beide nach oben. Ja, Rott, komm. Ich hätte sonst noch eine. Nein. Weißt du was? Ich will jetzt einfach Westerland hören. Du willst jetzt Westerland hören? Du meinst, oh, ich war seit Jeder. Jeder, okay. Rodrigo, sollte mit Westerland, wenn du befreundet bist, bist du so ein Populist. Wollt ihr auch Westerland hören? Dann sprechen wir nach. Sir, yes, Sir, wir wollen Westerland hören, Sir. Also, wollt ihr auch Westerland hören? Ich liebe ein devotes Publikum. Ich liege hier auf meinem Handtuch.
Durchaus leisten, weil höflich und sanft nicht. Das ärgert sie am
könnte nichts egaler sein. Im Regenwald werden Bäume gefällt, es könnte nichts egaler sein. Delfine im Tunnelsalat wie gemein, doch es könnte mir nichts egaler sein. Der letzte Wahl verwest, es könnte nichts egaler sein. Haben sich die Grenzen plötzlich aufgelöst, es könnte nichts egaler sein. Und ist doch der Politiker ein Schwein, es könnte mir nichts egaler sein. Du kannst in dir die Welle schön. Wenn du mit dem Mann gehst, dann kann ich besser gehen. Du kannst in dir nach Stände nach. Genau, wenn du mit dir kannst, dann dir die ganze Misere erspart. Du bist ein Arbeitslose und Geschäft, es könnte nichts egaler sein. Meine Lieblingsweise ist eher abgesetzt, es könnte nichts egaler sein. Und wenn sie morgen dann stellen, sie wieder verbleiben, es könnte mir nichts egaler sein. Du kannst mit mir die Welle schön. Wenn du mit mir kannst, wird es gar nicht besser gehen. Du kannst mit mir nach Stände nach. Genau. Wenn du mit mir kannst, bleib mir die ganze Seele erspart. It's Vegas. It's Vegas. Es ist mir so egal, du siehst auf mir die Welle schön. Sei doch mit dem Mund, es egal ist, wer schon ist, ja geht. Du siehst auf mir das Ende nach. Das Ende nach. Wenn du auf mir sitzt und dann verspreche ich, ich bleib wach. Du schaust, ich hab nichts entsetzt. So hättest du mich niemals abgeschätzt. Dankeschön! Und jetzt bitte einen Riesenapplaus für das letzte Lied! Aber war aber kein Riesenapplaus. Jetzt schon von der Bühne gehen. Genau. Ja, wie ist, wollt ihr noch eins hören, oder sollen wir jetzt Schluss machen? Langsam holst du sie aus der Versenkung raus. Langsam werden sie weich. Lang, aber ganz langsam. Vielleicht noch drei, vier Buchstaben, Laola, so Z. Oder so. Okay, also das letzte Lied, das war schön, vielen Dank. Leipzig ist dagegen! Ihr seid doch froh, ich bin dagegen. Ich bin nicht so wie ihr, ich bin dagegen. Egal worum es geht, ich bin dagegen. Weil ihr nichts davon versteht, ich bin dagegen. Ich sag es noch einmal, ich bin dagegen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Wenn es euch nicht schmeckt, ich nenn es Freiheit. Ihr nehmt es Mangel an Respekt. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung. Bitte ich euch nicht überstehe. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung. Bitte ich euch nicht überstehe. Ich bin nicht faul, ich hab nur ein Glück, keine Lust, ich bin nicht hässlich. Ich seh nur anders aus als du, du hast verloren. Du gibst es nur nicht zu, ich bin nicht taub. Du brauchst nicht so zu schreien, ich bin nicht blind. Ich seh es nur nicht ein, ich bin nicht stumm. Ich halte nur den Mund, was soll ich sagen? Ich hab doch keinen Mund. Bitte versteh
Weise als Zeichen der Ablehnung. Bitte ich euch gegen überstehe, bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung. Bitte ich euch gegen überstehe, wenn du schon dabei seid, dann betrachte nach mein Aussehen, als obwohl ihr nicht die Identifikation mit euren Werten. Was ich zu tun hab, wirklich niemand, niemand, einfach keiner, keiner. Das ist ganz allein meine freie Entscheidung. Hat jemand Interesse an einem kaum gebrauchten Fahnenoberblick? Bitteschön. Okay.
Party People! Und Leipzig ist ein anderes Wort für Party People. Ravers! Okay, Freunde, ich gebe einen aus. Er gibt einen aus! Freut euch nicht zu früh. Gewalt erzeugt gegen Gewalt, und bei dir das nicht an dir.
Okay, die Nuku ist Zeit für eine wirklich beeindruckend große Wall of Death. Oder einen Wall of Death, keine Ahnung. Mauer, männlich, weiblich, mir egal. Leute, den Baum mal schön, ja? Und dafür sind wir demonstrieren gegangen. Da geht noch was. Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Titan, der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zur Organa in die Werkstatt? Wer gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest? Ja. Und wie du ihn aus! Löcher in der Hose und stell dich die Sonne an. Dann wird deine Haare so fehlen wie die Worte. Machst du dir das fern? Was soll die Nachbarn sagen? Wie kommst du nach Hause? Wir müssen nicht mehr weiter. Junge, nicht deiner Mutter, nicht das Herz. Es ist noch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben. Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert, wäre das nicht für dich eine eigene Praxis, Junge? Und wie du wieder aus.
Ja, richtig Bock, oder? Wir auch. Aber während wir bisher mehr so die Planierraube des Punkrock waren, packen wir jetzt die subtilere Seite der Ärzte aus, nämlich uns in den 80er Jahren, als wir noch eine nachdenkliche Band waren. Element der leisen Zwischentöne, ja, Wähler, sorry. Wir hatten Zukunft, wir hatten Pläne, aber wir haben das alles für schnöden Mammon über den Haufen geworfen, aber ihr kennt die Geschichte. Wessis halt, ne? Tja, aber ich fand's gut, dass wir damals diese Casting-Show mitgemacht haben. Das hat uns Türen geöffnet! Ja, Marc! Okay, nun aber, without further ado, I give you the answer in den 80ern. Wollt ihr das totale Brötchen? Dann, Kameraden, auf zum Bäcker! Leute hinstellen und andere politische Botschaften in ähnlichem Tonfall verbreiten, denkt immer an diesen Text. Ist klar. Ja klar, Alter. Brötchen, Äpfel. Hier sind heute keine Nazis. Aber wenn die mal wieder hier in der Nähe am Völkerschlachtendenkmal oder so demonstrieren, dann musst du hingehen und das Gleiche rufen. Und nimm deine 12.000 Freunde mit, ja? Und nimm alte Brötchen mit. Brötchen, Brötchen. Ja. Und bevor es jetzt noch politischer wird, sag mal, Nazis raus, Teddys rein! Oh, mein Teddy, kannst du mir verzeihen?
genug, das wäre alles. Ich gab dich den Sperr. Oh, 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 mein Teddy, kannst du mir verzeihen? Doch, Bauden, blicke mich zu euch an. Doch, Bauden, blicke mich zu euch an. Ich bin für dich der Dumme, ich vergaß dich als Mann. Als Mann. Oh, 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 oh. Mein Teddy, oh, 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 oh. Mein Teddy, oh, mein Teddy, kannst du mir verzeihen? Oh, 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 mein Teddy, kannst du mir verzeihen? Wilden 80er. It was a crazy time. Verrückte Zeit. Wir hatten damals nicht genug Geld für verzerrte Gitarrenverstärker, also Gitarrenverstärker, die verzerren. Deswegen hatte ich so einen Gitarrensound wie... Was okay ist, wenn man, solange man nicht versucht, Smoke on the Water zu spielen, oder hier. Aber das klappt halt nicht so gut. Was aber sehr gut damit klappt, ist zum Beispiel Master of Puppets. Nee, nicht, sondern Zitroneneis. Unser Master of Puppets? Hey, 20 Jahre Zitroneneis. Nee, Peter. 25 Jahre. 25 Jahre. Ich mal. Okay, gib mir ein Z. Z. Gib mir ein Itro. Itro. Gib mir ein Nenai. Was heißt das? Mein S. Nein, Zitronenenai, Mann. Nicht schlecht, Bela. Vielen Dank. Ja, gerne. Zitronenei. Gib mir noch ein S. S. Was heißt das? S. S heißt das. Dieses eine Buch von Stephen King. Ja, egal. Sehr gut, oder? Ja. Jetzt habe ich die Stimmung so richtig versaut. So schön, das ist wie so ein Einschalter. Stimmung aus. Ein geil. Applaus! Applaus! Aufhören! Applaus! Kein Applaus! Applaus! Ruhe! Ruhe! Applaus! Ich find's gut. Ich zieh nach Leipzig. Du wohnst im Völkerschlachtdenkmal. Ich bin das Völkerschlachtdenkmal. Und sie ist hier. Oh, 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 Kussen ist auch teures Geld. Zitroneneis ist ein Gewinn, eine Gewinn. Sie lieben in ihr und ich fasse sie an. Sie steht nicht zusammen und sie lässt mich nicht ran. Dann zieht sie ein Messer. Ich glaube, es ist besser. Ich verzieh mich wohl besser. Soll ich jetzt frustriert sein? Nein, ich hab ne bessere Idee. Es ist Sommer und es ist heiß. Da ist kein Zitronen-Eis. Was ist das auch teures Geld? Zitronen-Eis ist meine mit einem Leben. Meine
Aber let's face it, was wären die 80er Jahre geworden ohne den wahrscheinlich besten Beat der Welt?
kommen wir zur wahrscheinlich komplexesten Publikumschoreografie, die es jemals gab beim Ärztekonzert. Ihr müsst euch jetzt alle hinsetzen. Und dann sitzt ihr und sitzt und sitzt und wir spielen ein Lied. Wir spielen eine Strophe, die sehr ruhig ist. Wir spielen einen etwas lauteren Teil. Wir spielen eine sehr laute Bridge. Und dann kommt der Refrain. Die Hässlichen dürfen stehen bleiben. Nein, natürlich müsst ihr euch alle hinsetzen, bis auf die Rechtsradikalen. Die erkennt man natürlich daran, dass sie stehen bleiben. Immer dasselbe. Ach, guck mal, Jungnazis. Was wollt ihr denn hier? Ich würde mich ja hinsetzen an eurer Stelle. Okay. Und im Refrain dürft ihr hochspringen. Wir versuchen das heute mal ohne einzählen. Der Refrain geht übrigens so: Du bist unbrauchbar. Mutig sind sie ja, die Nazis hier. Ja? Ich hab den Tag so verflucht, als wir uns kennenlernten. Ich habe alles schon versucht, aber dagegen bestanden. In den Mexiko ist dir meine Lieblingskarte aufgelegt. Du hast dich nicht bewegt, das hat mich aufgeregt. Du sagst, du redest von meinem Lieblings, aber die Niemand, die liegt nicht, der ist so unappetitlich, wie er bei der Mutter. Das funktioniert so nicht, Leute. Auch mal hinsetzen. Wir spielen das Lied so lange, bis einer sitzt. Auch da hinten, wir sehen euch sowieso. Auch euch da, ihr Handypunks. Ich hab den Tag so verflucht, als wir uns kennenlernten. Ich habe alles schon versucht, hab unterdem bestanden. In Mexiko ist dir meine Lieblingsplatte aufgelegt. Du hast dich nicht bewegt, dann hab ich dich zersägt. Du sagst, du findest zwar den Lieblings, aber die Gegenwart, die liegt nicht. Der ist so unappetitlich, wie wir beide. Baby, ich kann dich nur leiden, es ist für mich wahr. Verpasse niemals mit uns beiden, eines ist mir klar. Du bist sitzen bleiben, sitzen bleiben, wir doch Schlagersänger, Tränen in die Augen treiben. Seit du bei mir wohnst, schall jeden Tag schon rein durch das Haus. Ich halte es nicht mehr aus, ich glaub, ich schmeiß euch raus. Du sagst, du magst es still und friedlich, sein Name ist ein Gewächtnis. Meine Schmusemasche zieht nicht von deiner Sache, schau. Ja, du hast uns schon Thank you.
jetzt The End. Das war's gewesen. Abschied ist ein scharfes Schwert, aber einer muss es schwingen. In diesem Fall schwingen es drei Leute. Schwing, schwing, schwing. Ich sag schon mal tschüss. Komm raus, let's go. Kommt nach Hause. Let God sort them out. Traditionell beendet mit den Worten: Yes, remember, I love you. Tschüss!